So, worüber will ich sprechen? Ich habe 10 Minuten, dann ist Björn dran. Ich will ein paar Erfahrungen aus der Begleitung von Organisationen. Es ist ja doch manchmal schwierig, mit Kata zu starten. Es ist viel Struktur und da gibt es so einen Stimulus in mir, sagen, kann man das nicht einfacher machen? Und ich hatte ein Erlebnis vor 15 Monaten. Ein Kollege von der Firma Bayer sagte, cool Ralf, jetzt haben wir mit dir Kata gestartet. Das funktioniert unter uns auch ganz gut, aber ich habe so cross-funktionale Meetings. Und da sind eine Menge Leute drin, die von Kata noch nichts gehört haben. Was mache ich denn jetzt? Hast du nicht irgendwas, was wir dann tun können? Und ich habe gesagt, ja, das ist eine geile Idee, wir brauchen eine Kata to go. Und das ist nicht ganz neu. Mike hatte in den ersten Präsentationen häufig die von Morpheus aus dem Film Matrix, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da sagt er, du kannst die blaue Pille schlucken, dann ist alles wie gehabt. Wenn du die rote schluckst, eröffne ich dir eine ganz neue Welt. Und das ist das, was wir mit der Kata wollen. Wir suchen nach dieser roten Pille. Ja, wie geht es noch einfacher? Ich bin ein großer Zitate-Fan. Ne? Die Teilnehmer von gestern wissen das schon. Einstein sagt aber auch, man soll Sachen ja so einfach wie möglich machen, aber auch nicht noch einfacher. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Wie kriegen wir das jetzt hin? Okay, also Kata to go. Wie müsste das aussehen, dass es so intuitiv ist, dass es jeder mitnehmen kann und anwenden kann. Da müssen ein paar Sachen drin sein. Welchen Kern müssten wir natürlich bedienen? Und das ist der Kern, den Mike auch gezeigt hat, die wissenschaftliche Lernmethode, die müssten wir irgendwie bedienen. Und wir müssen vor allem das da rechts hinkriegen. Also das eben nicht. Ne? Wir müssen verstehen, dass jeder Schritt ein Experiment ist und dass, wenn wir es gut machen, wir aber ganz kleine, ungefährliche Schritte machen. Und und schnell dazulernen, ohne da in dem Loch unterzugehen. Die Form sollte irgendwie handlich und einfach sein und sie sollte der PDCA-Logik folgen. Und wir haben herausgefunden, dass man eigentlich die Wenn-Dann-Versucht-Macht-Klug-Struktur verwenden kann. Das passt ganz gut zu PDCA. Und das Tolle ist, ich habe es hier in meiner Tasche, das ist die Lösung. Es ist eine handliche, kleine Ideentestkarte, die diese Struktur hat, sie folgt der Wenn, dann versucht, macht klug Struktur. Und ich erkläre Ihnen auch gleich, wie man die anwenden kann. Ich will die kurz einordnen. Das ist basierend auf dem Vortrag vom letzten Jahr von Mike zu Kata in Classroom. Die Ideentestkarte ist hart an der Grenze zwischen Aktionismus und Maßnahmenliste hin zu, was ich sagen würde, schon leicht wissenschaftliches Vorgehen ist. Also genau an dieser Grenze. Ich teste all meine Ideen und möglichst klein und ohne Gefahr. Es ist aber noch nicht hochwissenschaftlich. Kata ist deutlich wissenschaftlicher, Six Sigma, glaube ich, noch wissenschaftlicher. Also das muss uns klar sein, es ist so eine Gratwanderung, an der wir uns da befinden. So, wie können wir die Ideentestkarte Kata to go nutzen? Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Das sind zwei Jungs, die haben ein Problem. Mama ruft seit 5 Minuten, dass sie endlich den Tisch abdecken sollen und die Tischdecke zur Waschmaschine bringen, weil Mama will die Waschmaschine anschmeißen. Und die haben getrödelt und jetzt haben die ein Problem. Jetzt ist Mama richtig sauer. Wir brauchen die Tischdecke sofort. Sie will endlich Wäsche waschen und den Tisch erst abzudecken dauert zu lange. Wenn das mein Problem ist, ne? Was tue ich denn dann? Na klar, wir stellen eine Behauptung auf, wenn wir die Tischdecke nur schnell genug wegziehen, dann müsste doch das Geschirr stehen bleiben und ich schaffe es, die Tischdecke noch schnell hinterherzuwerfen. Versuch, bitte beschreib deinen Versuch. Na klar, ich stelle mich 1 Meter dahinter, fasse die Tischdecke an, schwinge die Arme durch und wenn es gut geht, habe ich die Tischdecke und das Geschirr bleibt stehen. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Jungs recht haben oder nicht. Sie müssen das testen und zwar sofort, weil, wie gesagt, Mama, es ist schon ein bisschen dicke Luft. Ne? So, also die Jungs testen das, das ist das Video. Die sagen gerade, dass sie das jetzt testen wollen, stellen sich 1 Meter dahinter, einmal durchschwingen. Ja. Willkommen in der Lernzone. Das ist der wichtige Teil. Ne? Aktionismus und Maßnahmenlisten, das kennen wir. Ne? Der wichtige Teil hier ist, dass es dieses Feld 5 gibt. War die Behauptung denn jetzt richtig oder falsch? Die war richtig, ne? Und trotzdem gibt es was wir dazu lernen müssen.
Kleine Brüder nerven, wenn die im Weg stehen. Wir müssen aufpassen. Es ist übrigens nichts passiert. Das sah gefährlich aus. Allen geht es gut. Also man kann was dazu lernen. Das ist die Karte. Die habe ich für Sie. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Ideentestkarte wirklich funktioniert. Sie sehen hier meine Stichprobe bei Bayer. Da hat das ganz gut funktioniert. Die Stichprobe ist aber noch recht klein. Und das ist mein Problem. Ich weiß nicht ganz genau, ob dieses Cut-out-to-go wirklich funktioniert. Meine Stichprobe ist klein. Was könnte ich denn tun? Ich müsste irgendwie mehr Menschen dazu kriegen, dass sie diese total handliche Karte, die man in Besprechungsräumen hinlegen kann oder mitnimmt nach draußen, mal testen. Ne? Okay, was ist meine Versuchsanordnung? Ich benutze meine Beziehung zu Andrea und dem CTPM, halte einen Vortrag und überzeuge hoffentlich Leute, das zu testen. Wie will ich das messen? Ich habe eine Kiste mit 100 Blöcken. Wer will, kann sich gerne einen Block mitnehmen. Ich werde dann gucken, wie viele Blöcke sind wirklich genommen worden und wie viel, das ist meine E-Mail-Adresse. Wie viele von Ihnen haben mir vielleicht ein Feedback gegeben dazu, wie gut diese Karte wirklich funktioniert? Ich würde mich total freuen, wenn wir die weiterentwickeln können. Ja, und dann haben wir, der Versuchszeitraum ist also ab heute bis nächstes Jahr. Und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder auf dem Katapraktikertag und Sie zeigen mir Ihre Weiterentwicklung der Ideentestkarte. Last not least, letztes Zitat. Einstein hat gesagt, ich habe nicht mal die Hälfte von dem Quatsch erzählt, von dem immer behauptet wird, dass ich ihn erzählt habe. Vielen Dank. Ja.